Hey. Baby. Okay. Was ist denn hier los? Also das mit dem Mittelfinger zeigen, das geht einem ja total auf den Sack. Warum? Ja, weil das einfach nervt. Da bleibt er hier stehen, dann kriegst du noch auf die Fresse deswegen. Boah, steh doch auf, du Krüppel. Ich wäre ja mal dafür, dass ihr Scheißding kaputt geht. Ich habe meine Waffe nicht dabei. Ach, bin ich doof? Ich habe doch den in Pyromatik. Ciao. Wiederbelebung, Leute. Du bist dran. Ja, ja. Oh Mann, kann man das nicht abbrechen? Ich kapier. Ich weiß nicht. Ah, ich komme mal fix. Oder soll ich weitermachen? Nö, kannst du nicht weitermachen. Hui! Ha, bist du voll bescheuert. Aua! Lass mich doch mal in Ruhe aufstehen hier. Ciao. Ach komm, ich schwebe mal ein bisschen. Hui! Ah. Oh Mann, dass ich hier echt alle Kills jetzt nachholen muss. Ja, jetzt lebe ich wieder toll, aber bei mir ist dieser dämliche Wächter. Oh. Ich sehe den Wächter nicht. Ah nee, da ist er, hier. Ach hier. Ja, du stehst natürlich genau im Ziel, ne? Ich höre gleich auf, vielleicht kann ich hier ihn angreifen. Hui! Lass mich warten, hier hast du schon die 30 von denen. Ja. Ja, könnte ich jetzt mal aufstehen? Hä? Ja, geil. Was ist denn das jetzt? Jetzt? Nee. Ah, warte, ich weiß, wie ich dich hochkrieg. Ah, danke. Bitte. Die Kanone geht immer. Ich sollte mal aufhören, auf dich zu schießen mit dieser scheiß Kanone. Ja. Das ist auch nicht mal besser, da stehe ich auch. Wieso stehst du jetzt auf einmal da? So, könnten mal ein paar Aliens kommen von wegen Mittelfinger? Ach, die sind bei dir. Hoppala. Oh, ich drücke über die falsche Taste. Tschüss. Bam. So, könnt ihr jetzt mal bitte stehen bleiben? Ich möchte euch wenigstens den Mittelfinger zeigen. Musst du da ja die komplette die komplette Dauer dran lassen? Ich kapiere das momentan selber nicht. Also ich manchmal steht da verspotten, manchmal nicht. Ach stimmt, da muss ja verspotten dran stehen, ne? Genau, also denke ich zumindest.
Ah, jetzt zum Beispiel stand wieder einmal verspotten dran. Nein! Was war denn das jetzt für eine Waffe bei dir? Hä? Querschläger. Du killst sie immer, bevor ich dir den Mittelfinger zeigen kann. Ja, bei mir, ja, keine Ahnung, du hast irgendwie gar nicht angezeigt. Ja, wie gesagt, bei mir auch nur nach jedem dritten, vierten, fünften Vieh. Was passiert, wenn ich jetzt woanders hingehe? Zeig doch mal den Mittelfinger! Ey, wie die Viecher bei mir rumspringen, das ist so assig. Geht das auch, wenn ich den Maschinen den Mittelfinger zeige? Ich glaube nicht. Ah, verspotten, 30 von 150. Nee, entführte Zielperson. So, ein paar Spitz habe ich auch. Hier ist mit Querschlägergewehr. Okay. Die hast du fertig, oder was? Nee, 150. Oh ja, das ist halt das, was extrem dauert, ne? Keine Ahnung, bin ich zu doof oder so, aber ich kann ihn nicht verspotten. Oh, das war die falsche Pose. Oh fuck, ich bin dir gleich da. Oh nein, bei mir wieder. Die Dicke? Jupp. Okay, den greife ich diesmal normal an. Und das mit den restlichen Murderbots-Kills und so, ja. Müssen wir halt ein bisschen, das ist doof. Also die Dinger sind wirklich zu zweit etwas schwieriger zu machen. Jupp. Woran das mal mit dem Verspotten? Wie hieß denn das nochmal? Ah, da. 0 von 50. Hä? Okay. Oh, bleib doch mal stehen. So. Ja. Ah, jetzt. Ah, das Problem ist, bei meinem Spiel, da müsste ich jetzt auch noch diesen Vandalismus-Dinger und so nachholen. Das wäre auch doof. Da hätte ich schon wieder ein paar Kills mehr, aber. Ja, vor allem, wie machst du? Hä? Wie machst du das hier mit dem Verspotten? Ich stelle mich vor den Viechern hin, hoffe, dass die mich angucken und zeig denen den Mittelfinger. Ich guck mal, ob es überhaupt bei mir auch zählt oder ob ich vielleicht den falschen Mittelfinger gewählt habe. Ziemlich weit unten. Entführte, eingelochte. Wächter töten, verspottete Aliens. 4 von 50. Also wirklich viele habe ich auch nicht. Wobei ich bei dem jetzt am überlegen bin, ob ich das verspotten dann, ob wir das nicht auch dann in der Arena machen. Bei dem Fight Club.
Dann brauchen wir uns ja eigentlich nur hinstellen und da sind ja immer fünf oder sechs Leute und vielleicht zählt das ja dann als mehrfach verspotten oder so. Meinst du? Ich denke, ich hoffe. Ich überlege mir auch gerade irgendwas, ob mir was einfällt, wie man diese Kills mit dem Strahl da, mit dem Querschläger, ob man die irgendwie leichter kriegt. Ja. Oder ob das jetzt wirklich noch extrem viel Geld erfordert. Dum, 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 dum. Aua. Nein, falsche Attacke. Fuck it. Entschuldigung. Mein Schläger wollte einfach mal hier rein. Falsch. Ja, das ist nämlich jetzt irgendwie immer, ja, irgendwie leicht doof so. Ja, ne? Weil so nimmt man sich die Kills und die ganze Scheiße. Ne? Ah, du sitzt los. Ja gut, dann müssen wir das jetzt halt, die letzten Dinger, bleiben halt in der Config und machen die halt einfach nur getrennt. Ja, halt jetzt auch gesagt. Würde ich jetzt sagen, weil das so bringt das nicht. Moment. Dann gehe ich mal aufs Spiel speichern, Fix. Ah, da wirst du vor mir fertig sein, weil mir fehlen, wie gesagt, noch diese... Das glaube ich stark nicht, weil ich ja ab und zu ja eine rauchen gehe und du ja da rauchst. Ne? Ja, als ob ich in der Zeit, wo du eine qualmst, hier zum Beispiel 200 Querschläger-Kills mache. Aber apropos, ich mache erst weiter. So viel Zeit muss auch. Das Doofe ist, dass du halt mit dem, zum Beispiel mit dem Querschlägergewehr, dass du da unbedingt Feinde töten musst. Weil sonst hätte ich gesagt, es ruhig mit dem Vandalismus raus, wenn man das Querschlägergewehr nimmt. Das nicht so schreien. Interessiert ihn nicht. Ich hab's versucht. Bist du noch da? Ja. Ach. Du musst mit mir reden. Ich vertraue mein Internet nicht. Achso, okay. Oder bist du hier gerade hoch konzentriert, Mittelfinger zu zeigen? Ne, ihr gerade hier Schrumpfpilzen mal jetzt einfach mal. Na gut, die mache ich dann alle zum Schluss. Ne. Okay. Die Schrumpfpilze, das war mit dem Stampfer, oder? Ja. Oder mit was war denn das? Da musst du einfach nur den Stampfer machen und die sind tot, oder wie sehe ich das? Nee, den Stampfer machen, dann werden sie geschrumpft und dann einfach drüber laufen. Achso. Das zählt als Stampferkill? Ja. Was ist denn jetzt los? Hä? Was ist denn bei mir hier gerade los? Ach, bei mir rennt hier so... Ich komme ins Game und bei mir ist erstmal so ein mutierter Genki. Okay. Oh man. Ach, da mache ich jetzt keine Gefangenen, da mache ich jetzt erstmal hier schwarzes Loch. Und Mittelfinger halt. Ich werde es halt trotzdem nebenbei ein bisschen machen. Querschläger. Okay, die gehen hier also nicht. I wasn't much of a fight.
Ich glaube, die Kills wären am Anfang aber auch ein bisschen leichter gewesen. Weil am Anfang mehr normale Aliens und mehr normale Polizisten kommen. Ja. Prozent des Spiels fehlen. Die will ich jetzt aber. Hey. Ich weiß auch nicht, wie weit du, wie nah dran, also wie nah man dran stehen muss. Für? Mittelfinger. Das habe ich auch keine Ahnung. Ah, verspotten, jetzt hat es zweimal gezählt. Also du musst für den Mittelfinger ganz schön nah dran stehen. Okay. Also richtig nah dran. Aber naja, wir wollen es ja auch nicht so leicht machen, ja. Dicken Aliens, die interessieren mich jetzt gerade auch mal ein Scheiß. Ja, so mal ist gerade die ganze Laune. Einfach nur nochmal rumballern. Ja. So, könnte noch mal bitte. Jetzt stand ich genau davor und hat zum Beispiel nicht gezählt als verspotten. Also so schrumpft die Schrumpffeinde, das haben wir fertig. Was eine Herausforderung, was für ein Name. Ja, genau, das geschulte Gesundheit geht ratzfatz. Ja, ich habe gerade ein Problem. Bei mir ist der Klingel voll, aber ich habe weder diese Zeichen auf der Karte, wo die Ports sind, noch habe ich gerade, ja, ich habe gar nichts auf dem Map. Jetzt habe ich den Bug, wie du hast, dass mir gerade nichts angezeigt wird. Doch, bei mir wurde ja alles angezeigt, nur halt hier die Collectors nicht. Ja, bei mir werden gerade diese Portale von den Viechern nicht angezeigt, geschweige denn, dass ein Ticker kommt. Speichern. Ich bin da 98%. Jetzt überlege ich gerade, wäre das auf dem anderen Ding sinnvoller? Da hätte ich schon die schwarzen Kills fertig, weil die schwarzen Lochkills fertig. Ah, Moment mal, ich hätte eine Idee, das ist trotzdem vor mir fertig, aber wenn ich jetzt auf meinen anderen, also auf meinen privaten Ding gehe und ich zum Schluss nur noch hier diese Vandalismus-Dinger brauche und so, die könntest du ja dann nochmal fix mit mir machen, oder? Ja. Weil das würde dann schneller gehen. Ja klar. Alles klar, alles klar, dann gehe ich nämlich auf meinen privaten und dann kann ich dir ja mal sagen, dass wieder so auf die Luft. Stimmt, hier habe ich ja mein geiles Porno ausgedacht. Eieiei. So, dann gucke ich mal kurz. Ach, falsche Taste. Also, Herausforderung. Boah, nee, da bin ich erstmal bei 36. Nee, 35 von 65. Da fehlen mir sogar noch 30. Aber ich glaube, das sind auch die Medaillendinger, was mir fehlen. Silbermedaille beim Chaoslauf, genau. Goldmedaille beim Vandalismus, also da müssten wir halt dann noch mal ein paar machen.
Aber das geht trotzdem nicht schneller. Weil da habe ich zum Beispiel schon mal 100 Kills tot von oben. Die habe ich fertig. Dann habe ich hier die Niederschlag-Kills fertig. Für die Knösel-Kills habe ich 12 von 30. Was ich nicht verstehe, weil ich hatte eigentlich die Trophy hier gemacht. Das Leute mit denen Chinesen durch die Gegend. Feuerelement sind im Eis der Schäferpilz. Hä? Wer hätte das gedacht? Krieg mit Dubstep hab ich voll. Ja, das hab ich auch. Eingelochte Ziele fehlen mir nur noch 6. Querschläger fehlen mir noch viel, viel mehr. Geht's mit dem Plattostrahl fehlen mir noch 21. Mechanzug fehlen mir auch noch ein paar. Aber Wächter brauche ich da auch nur noch 5. Ja, Aliens verspotten ist klar. Ne? Ah nee, kann ich ja gar nicht machen. Ich muss auf den machen, wo ich jetzt bin. Scheiße, und wieder zurück. Kacke. Weil mir fehlen doch da die Herausforderungen dann mit den Sammeldingern. Ja. Stimmt. Also wieder zurück. Scheiße. Also bei mir geht's dann Schleppen voran. Egal. Wie gehen wir das mal mit den super gekickten Aliens? Einfach hin und R3 drücken. Ach, stimmt. So, gestohlene Gesundheit ist auch fertig. Oh, sieht sich, warum ist der Scheiß abgelaufen jetzt? Na komm. So, Moment. Genau, das haben wir. Ach ja, den Buff, stimmt. Das fehlt noch. So. Ich verstehe das mit dem Verspotten einfach. Geil. Nicht, wieso muss er jetzt genau mich jetzt elektrisieren, dass ich keine Superkräfte hab? Geht mir aber auch ganz so. Warum zählt das nicht? Ich stehe vor euch. Ich glaube, die müssen einen echt noch dabei angucken. Naja, mache ich das mit den Querschläger-Kills. Nützt ja nichts. Ach nee, ups. Lol, das ist der Blitzbogentreffer. Das ist gar nicht von den Aliens. So, 5. Lol, das ist aber der Scheiß einfach. Einfach nur durch die Gegend latschen. Ja, okay, du musst definitiv von mir fertig sein. Verdammt. Ja, auf die Herausforderung mit den Kills habe ich natürlich gar nicht geachtet. Aber wieder einen mehr verspottet. Hey. Jo, Herausforderung geschafft. Blitzbogentreffer, alles klar. So, dann nehmen wir es jetzt mal mit der Übernahme-Gedönse. Geht das? Hahaha, geil, ich habe ein Mörderbot übernommen. Ja, das ist. Die Dinger sind schon geil. Ah ne, doch nicht. Hä? Was war das da? Ah nee, das war so ein komischer Typ, der rumjumpt. So, ich habe wieder gerade das Problem. Ich habe hier nicht diese Portale, wo eigentlich erscheinen, dass die Aliens da kommen, weißt du? Jo. Finde ich gerade nicht so geil. Weil man kann ich auch so komisch mit Maul übernehmen. Also einmal verspottet habe ich wieder mal. Gut, der geht leider auch nicht. Schade. Geht der Panzer? Nee, schade. Ich glaube, mein Spiel ist gerade echt total verpackt. Jetzt wird mir gerade angezeigt, dass über mir ein Flugzeug ist. Ja.
Und wieder einmal ein verspottet. Also du musst echt, zumindest habe ich so das Gefühl, vor denen stehen und die müssen dich angucken und du musst ihnen halt dann den Mittelfinger zeigen. Okay. So, jetzt habe ich wieder maximale Bekanntheit. Aber weder ein Panzer, der normalerweise dann kommt, noch kommen jetzt Gegner bei mir. Hä? Das ist auch super. Was soll denn der Scheiß auf einmal? Ich muss komplett raus. Mal auf speichern. Wollte ich gerade sagen, ich gehe mal auf speichern. Die gönnen mir die Platin-Hände. Ja, das soll sein. Komm, das Schiff ist meins. Danke. Hä? Mann. So, 7 von 10, sehr schön. Das Chat ist auf. Oh, jetzt labert die bei mir schon mal im Hintergrund. Das könnte jetzt ein gutes Zeichen sein. Aber das mit dem Verspotten ist wirklich, das hätten sie sich sparen können. Oder auf 10 machen können oder so, damit man es halt mal gemacht hat, aber mehr nicht. Ja. Mann. Zählt das auch bei Polizisten? Nope. Das ist ja der Scheiß. Aber die Kills mit der Waffe zählen dann. Ich glaube ja. Komm schon, ich stehe vor dir und zeig dir mit. Das zählt nicht. Was soll denn der Scheiß? Na toll. 50 von 250 Kills habe ich gerade mal mit dem Schwergewehr. Und ich habe aber immer noch keine. Keine Bubbles, wo die Viecher rauskommen. Ich weiß nicht, was das gerade ist. Bei mir ist es verpackt. Hä? Okay. Aber komplett schon neu gestartet, oder was? Ja, ja. Hä? Also Gegner und so kommen, das ist keine Frage, aber ich habe weder die Purpose, noch habe ich halt hier diesen goldenen Ball, noch habe ich einen Wächter, der kommt. Und das ist auch wirklich neu gestartet, ne, das Spiel? Ja. Ich hab die. Ich bin auf Anwendung schließen und den ganzen Scheiß. So wie sich das gehört. Okay. Ja, ne? Ah, aber. Ah, doch, jetzt kommt wenigstens schon mal der Fettsack. Ja, also. Danach wurde es resettet. Trotzdem übelst. Ja, genau. Hab halt immer noch nicht die Anzeige dafür da, also sprich, wenn der mir jetzt abhaut, sehe ich den nicht. Oh, was soll's. Vor allem, da ich ja noch fast 23 von den Viechern brauche, wäre das jetzt nervig gewesen, wenn die nicht gekommen wären. Ja. Oh Mann, ich hätte das schon alles fertig haben können, aber ich wollte halt nicht auf
auf den Spielstand weitermachen. Naja. Ob ich die alle heute noch schaffe, weiß ich nicht, aber ich versuche. Wenn nicht, habe ich morgen auf jeden Fall auch gerade. Naja, was mit den Kills, die helfen kann, mehr oder weniger. Also mache ich es nämlich gerade, ich renne immer weg. So weit, wie Sie sehen, dass auf einmal drei Portale aufploppen. Ne? Aha. Ja, und dann packe ich die entsprechende Waffe aus, beziehungsweise freeze die Gegner ein. Packe die entsprechende Waffe aus und dann baller ich sie um. Und dann rinse and repeat. Ja, das ist alles schön, ne? Aber das Problem ist, dass mir die nicht gezeigt werden. Also, die, dass die Portale bei mir ja nicht angezeigt werden. Ach so, ach jetzt. Übrigens, okay. Du kannst die auch einfreezen und kannst danach den Mittelfinger machen. Da kannst du ganz nah ran, habe ich gerade ausprobiert, das geht. Okay. Jawohl, 10 von 50 habe ich den schon mal. Also vom Verschluss. Aber stimmt, das mit dem Einzelnen hätte ich dran denken können, das zählt ja da auch. Ja komm, steigt aus. Oh ja, also ein Eis und dann Mittelfinger zeigen, das klappt. Bombe. Ja geil, nice, okay. Also 50 mal einfrieren, 50 mal Mittelfinger zeigen und dann hast du das schon mal hinter dir. Aber ich habe halt keine Pappe. Weil so hatte ich ja auch gemacht. Bei mir kommen auch diese fetten Roboter, wo du da, wo du hinten auf den Kopf schießen musst. Die kommen bei mir gar nicht. Ja, bei mir ständig, deswegen nervt er die ganze Zeit. Na gut, ich weiß halt nicht, ob das von Vor- oder von Nachteil ist, weil normalerweise schieße ich die mit diesem Entführomatik ab, sprich mit der Waffe, wo die in die Luft schießt und dann hast du. Dann hast du gleich da schon die Kills. Ja. Und wieder einen verspottet. Das war jetzt alles schon gut, aber das nervt echt gerade. Keine Portale, sprich, ich muss ja auch rumrennen und muss mir die Aliens selber suchen. Okay. Ich frage mich jetzt gerade, ob die Mech-Anzug-Kills in der Herausforderung weiter hochzählen. Hä, inwiefern? Weil ich war nämlich gerade in einem drin und ich bin der Meinung, dass ich mindestens eins von diesen Mech-Dingern eigentlich fertig habe. Wo war denn das? Eingelochte Ziele, na wenigstens die kriege ich langsam. Aber wie gesagt, es ist wirklich ein Nachteil, dass ich hier keine Portale habe. Das dauert Ewigkeiten gerade. Okay. Das fuckt mich gerade ein bisschen ab. Das kann ich mir denken. Ich weiß aber auch nicht, was das ist. Na komm, steh auf. Mech-Anzug. Also es geht auf jeden Fall nicht in den Herausforderungen mehr. Zum nach die Kilometer zurücklegen, genauso auch wie die Kills, die ja nicht hochgezählt. Das heißt, wir müssen dann das in der Mission nochmal machen, oder was? Nö, einfach hier über das Telefon Mech-Anzug anfordern. Naja, hab ich doch gesagt. Ja. Und dann halt die logischerweise rumlaufen. Ah, sehr schön, die Mech-Anzug zurückgelegte Strecke. Bling, nächste Herausforderung. Ja, aber hier geht es gerade voran wie Sau und bei mir überhaupt nicht.
zum Kotzen. Also nicht, dass es bei dir vorangeht, sondern dass es bei mir überhaupt nicht klappt, weil ich keine Pöppel da habe. Mann, das ist so kacke. Aber ich hab die... Hier, ich bin bei fast 3 Balken und ich habe weder einen Pöppel noch einen Fuß mehr da. Oh, okay. Jetzt kommen mal ein paar. Oh Mann, das kann sich bei mir echt nur stimmen. Der Vorteil ist halt, dass fast nur normale Aliens kommen, also das ist schon mal ganz okay. Oh. Und wieder ein... Ah, lol, ein Wächter gegen meinen Mech. Das Duell der Giganten. Ich würde mal leicht behaupten, dass der Mech gewinnt. Boah, das ist nur die Frage, wie viel ist down? Komme ich ja da wieder raus aus dem Anzug. Ja, diesmal hast du dir eingebrockt. Okay, ist auch nicht. Ah, Dreieck. Alles klar. Okay. Gut, machen wir den Abel. Ja gut, ist er dann wie eine. Ist er dann wie eine Fahrzeug. Ja genau. Oh Mann, ich hab doch die Wächterkill schon. Scheiße. So, dich nochmal anfordern. Ja, oh, du Armer, du hast die Wächterkill schon fertig. Oh, du Armer. Ja, weil sie mir danach die Daumen wehtaten, weil ich ja nur das gemacht habe. Ich auch. Also, ich habe das ja auch schon hinter mir. Wieso kann ich jetzt den Mechanzug nicht mehr anfordern? Hat der Cooldown? Oder was? Also, ich habe 20 von 50 verspottet. Du brauchst, wieso brauchst du 50? Du brauchst 30. Nee, da stand jetzt was von 50. Okay. Mach mich nicht fertig. Da steht 30. Nee. Sicher? Ja. Ich hab doch gerade 20 von 50 verspotteten. Oh, Tatsache. Ups. Ja, okay. Ja, ich hab nichts gesagt. Alles klar. Boah, Mech-Anzug-Kills wären mir noch 100. Okay. Jawohl, nächster Wächter wenigstens, das klappt jetzt gerade. Und da ich die jetzt zum zweiten Mal mache mit diesen 30 Wächterkills, ja, ich glaube, ich weiß, wie die Daumen wehtun oder wehgetan haben. Vor allem die manche gehen ja nicht beim ersten Mal platt. Ja. Und der nächste. Upsa. Machen wir gleich weiter. In dem Moment, wo ich die schwarze, die Lochkanone abfeuer, rennt mir erstmal so ein Spacko vor die Flinte. Ich krieg so gut wie keine Aliens. Ich brauch doch keine Polizisten. Ja,
Ach. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da haben wir uns jetzt noch was eingebrockt mit denen. Warte mal mit den Alien-Fahrzeugen brauchen wir ja nur die Kilometer, ne? Oder wo sind auch die Kills? Soweit ich weiß, nur die Kilometer. Also sprich einfach nur eins klauen und rumgurken. Gut, Attacke. Nitro! Hast du schon die ganzen Kill-Dinger fertig? Nee, ich habe nur gerade zufällig eins übernommen, was ihr eigentlich theoretisch gar nicht haben wollt. Aber ja gut, na, ich dachte, jetzt mache ich halt schnell das. Die ganze Kill-Dinger fertig, du bist ja lustig. Bei weitem nicht. Und wieder einen verspottet, einen mehr verspottet. Wobei ich eigentlich dann jedes Mal wieder kurz anhalten könnte. Ey! Also es hat Vor- und Nachteile, nur die normalen Viecher zu haben. Nachteil, wie gesagt, ist ja wirklich, ich habe keine Portale. Ah, das ärgert mich. Willst du mich verarschen? Und wieder ein verschrotteter Pass. Bitte aussteigen. Und der nächste. Nein! Oh, bei mir gibt gerade alles. Das gibt's nicht. Ich bin so froh, dieses scheiß Tentakel-Gedöns fertig ab. Warum? Ja, dieses Rumgehüpfe von den Aliens nervt. Achso, ja, solche Aliens habe ich jetzt zum Beispiel gerade nicht bei mir. Das ist halt wieder das Einfache gerade. Ich weiß auch nicht, ob es an dem Gebiet liegt, wo ich bin. Wieso bist du? Keine Ahnung. Ich kann gerade auch nicht gucken. Aber der nächste Wächter fertig. Na gut, wenn ich hier irgendwann die Querschläger-Kills fertig habe, habe ich noch einen Vorteil. Da ich nur normale Aliens kriege, kann ich jeden schön mit dem Inflatus-Strahl kalt machen. Ja. Ah, oh, nice. Gott sei Dank, die Tentakel geht uns fertig. Ich finde die Waffe lustig. In welcher Bibel bist du denn jetzt? Ohne Jump-Aliens. Wie wieder? Sorry, es war gerade zu laut. In welchem Gebiet du denn gerade bist, ohne die Jump Aliens? Moment, Karte. Hier bin ich noch mit Pfeil angezeigt. Ja. Ich bin Steelport Ashwood. Ashwood? Das ist oben links. Ja, Steelport Ashwood. Ganz oben links, nicht das linke, sondern der rechte Abschnitt. Ich weiß halt nicht, ob es daran jetzt liegt, ne? Genau, Ashwood. Ach, da oben. Okay. Ja, ich habe gerade nichts zu tun. Ich flieg mal rum. Ich habe vorher ausgesehen, hier mein Alien-Schiff zerstört. Ich depp. Also, ich habe jetzt auch schon 100 von 250 Querschläger-Kills und 30 von 50
Verspottungen. Also es geht doch ganz gut voran. Wenn man es jetzt nicht so eilig hat. Oh, da kommt gerade ein Portal. Das sehen wir doch glatt noch mit. Ich finde das so geil, wenn ihr jetzt erstmal schön bis Montag frei und dann Dienstag 4 Tage arbeiten und dann erstmal nochmal eine Woche Urlaub. Ja, Cheater. Wegen dem 4 Tage frei oder wegen dem Urlaub? Ja, Urlaub. Ja gut, es sind halt Osterferien. Und wieder verspottet. Sehr schön. Hallo, Aliens. Ah. Ja, so geht's mir gerade auch mit denen. Hallo, Aliens. Na toll, Jump Aliens. Also habe ich gerade ein bisschen mehr Glück. Oh ja, ja. Ich habe nur die ganz normalen. Ich habe nur die normalen Aliens und halt die im Flugzeug. Und dann zum Schluss den Wächter. Ja, schön wär's. Na gut, dafür hast du halt mehr Gegner bei dir. Ich muss halt warten, bis die bei mir freiwillig angelaufen kommen. Oh nice, ich kann den Backanzug wieder anfordern. Ach, das ist wohl zeitlich begrenzt. Cooldown, ja. Hat der. Ich glaube 3 Minuten oder so, wie weit war das jetzt? Haha, ich bin gleich fertig mit dem Verspotten, ey. Ich freue mich so. Dann kann ich einfach nur noch erstmal killen. Und ohne den ganzen Jump-Feature ist es natürlich nochmal richtig nice. Ah, ich muss auch noch die Dinger abfangen von dem fucking Wächter. 10 Gegenstände auffangen. Fünf. Also hast du schon 5. Ja. Das ist einfach kurz abwarten, irgendwann zieht er immer so ein Fahrzeug her und ruft danach auf dich. Naja. Ich weiß, das habe ich auf mein Spiel schon fertig. Wo ist denn das Vieh jetzt hingesprungen? Hä? Mein Wächter ist abgehauen. Ach, da ist er. Hallo. Ist gerade ein bisschen schlecht. Wollen wir Nachschub an Aliens? Ah. Das hat aber lange gedauert hier. Und den nächsten Wächter fertig. Also ich werde jetzt den Teufel tun und mich ausrotten. Dauert länger wie bei dir, aber ist leichter mit dem ganzen Zeug. Ah. Oh, das ist ein Panzer. Oh. Nein, fuck. Das war ein Panzer. Hast du jetzt den Panzer kaputt? Ja, ich kam auf Versehen auf den Button für die Raketen. Glaube nicht so gut. Hä? Ach da. Das funktioniert nur so richtig. Ach komm. Boah, bitte lass jetzt nicht Panzer dies spawnen. Danke. Destructor. Jetzt hat das Verspotten zweimal gezählt. Haha. What? Warum? Weil ich wahrscheinlich so gut gestanden habe, dass beide Aliens das abgekriegt haben. Ah, okay. Alien-Fahrzeug zurückgelegte Strecke, doch tatsächlich, okay. 12.000. Noch. Na dann. Ich weiß halt nicht, ob bei den Fahrzeugen auch die so ein Flugzeug zählt. Weil dann kann ich dir nur empfehlen, schnapp dir so ein UFO. Und flieg damit rum. Einmal Kreis drücken, dass du hier diesen schnellen Modus drin hast und dann Feuer frei. Aber ich weiß halt nicht, ob das auch. Ich denke mal, jawohl. Zurückgelegte Strecke, eigentlich schon. Der hat meinen Panzer zerstört. Ich habe hier gerade ein Problem. Bei mir sind so viele von so Verbündeten.
Die killen meine eingefrorenen Viecher, die Schweine. Okay. Meine Kills. Macht euch selber die Arbeit. Ich niete aber auch meine eigenen Saints-Leute um. Ja, kann man mal machen. Nur noch 10 verspotten, dann habe ich das. Aha. Ich erwähne das deswegen so oft, weil das sehr, sehr nervig ist. Ach. Und ich froh bin, wenn ich Sinne mehr habe. Dumme Frage, wie kann ich denn so ein Alien-UFO übernehmen? Ja. Oh, jetzt hat das Verspotten viermal gezählt. Wir hatten doch die eine Mission, wo wir das UFO da hinten hinfliegen mussten, zu der Statue oder wo das war. Ja. Also ich war so schlau und habe mir das gespeichert, damit ich das in der Garage habe. Ja, das bringt mir jetzt relativ nichts. Weiß. Was heißt, ich war so schlau, ich bin auf den Button gekommen und dann hatte ich es halt in der Garage. Na komm, werfen wir mal was zu. Zählen die Feuerbälle auch? Feuerbälle. Von dem Wächter, der schießt hier, hat hier gerade so einen komischen roten Feuerball geschossen, den habe ich ihm zurückgegeben. Nein. Nur Fahrzeuge zum Beispiel oder halt anderes Zeugs. Busse, LKWs. So, es war ja einfach mit dem Alien-Fahrzeug Und rum. warum nicht den krassen Feuerball, Junge? Keine Ahnung. Übrigens würde ich dir den Panzer nicht empfehlen, weil der weder Nitro hat und arschlahm ist. Dachte ich mir. Ja, ne? Nitro! Hui. Ich hab den komischen Assert oder wie der heißt, diese komische, wie so mobile Flakstellung sieht das Ding aus. Ach, das Ding, ja. Genau. Aber am allereinfachsten ist, du klaust dir einfach so ein Alien-Auto. Fertig. Mit einem Alien-Auto geht's auch schnell. Ja. Kommen bei mir aber nie. Komm vorbei, kriegst du welche. Obwohl, nee, sonst versaufst du mir noch hier meine. Da bekomme ich wieder die Jump-Viecher. Ja. Also wieder einfriesen und so ist eine gute Idee. Welche haben wir noch machen mit dem Ja, ne? verspotten Gedönse? Ja. Also wie gesagt, ich hab's gleich. Aber ich habe dafür erst 12 von 30 Wächtern. Alter, mir fehlen noch 9 Kilometer mit dem scheiß Panzer. Oh Mann. Nimm dir doch ein normales Fahrzeug und nicht so einen Arschler am Panzer. Nee, das ist so eine Flak-Dings da. Das ist ja wie so ein normales Auto. Also, der fährt relativ sehr zügig, also das geht schon. Nur nervt Ach trotzdem. so, okay. Da, 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 da. Genau, ich fahre mit dem Panzer 9 Kilometer. Traue ich dir zu. Nein. Und trifft es dabei noch eine Runde, weil du das so gerne machst. Ja, genau. Ach. Ich müsste eigentlich. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder den Bug, dass die Kills nicht zählen, weil ich hatte bei der, wo ich die 25 Wächter-Kills gemacht habe, war das verbuggt. Der hat dann beim 24. Wächter aufgehört zu zählen. Okay, also bei mir lief es einwandfrei durch. Ich guck mal kurz bei Aufträge. Gegen den Verspotten. Das geht nämlich tierisch auf. Okay, ich habe mich vertan. Musste ja wirklich nur 5 fangen von den Dingern. Ja. Yep. Kannst du Die schon bei einem Dinger, da mache Wächter ich mir machen. alles keine. Ja, klar, das mache ich dann beim letzten. Also ich muss noch Leute einlochen. Desintegrierte Feinde. Ja. Kills mit dem Plattestrahl, aber das geht ja bei dem, was ich hier habe.
Nicht unbedingt, wenn sie nah aufeinander stehen, explodieren die alle. Ah, fuck, ich habe gerade noch ein Problem. Dadurch, dass ich die Dicken nicht kriege, kriege ich die diese Sitz nicht. Stimmt, die habe ich die ganze Zeit. Deswegen hat er so Probleme wie beim Tentakel, ne? Weil ja die Fuzis mit ihrem komischen Schild da macht er den Nahkampf nichts aus. Muss ich erstmal diesen dämlichen Sitz zerstören. Also ich muss noch 4 Dinger verspotten. Und bei mir ist das so, ich habe den Tentakel hier hochgelevelt. Wenn du den mit dem Tentakel in den Sitz reinschlägst, geht das Sitz kaputt. Ja, ich weiß. Hatte ich ja bei mir auch. Ich habe bei mir alle Waffen hochgelevelt, gerade deswegen mit den Herausforderungen. Oh mein Gott. Fahrzeug von den Alien-Dingern bin ich bei 13.484 von. Viel Spaß. Ich war bei 33.000. Und ich fahre jetzt immer noch rum um den Rest auf 45, ne? Ich fahre die ganze Zeit nur die Highway hoch und runter. Also muss ja fast nur geradeaus gehen, ne? Logischerweise, weil schneller und so. Ja, also werde ich dann beim Sitz, naja, so weit werde ich heute eh nicht kommen, mal gucken, weil wie gesagt, es dauert Ewigkeiten, aber sobald ich soweit bin, naja, komme ich dann einfach zu dir rüber, falls ich das heute noch schaffe. Also ich würde mal maximal noch eine gute Stunde ungefähr, dann ist das Ding Platin. Bei dir, aber bei mir nicht. Ich muss noch das mit dem Rumfahren machen, ich muss hier noch die Leute rufen. Ja, das mit dem Rumfahren ist einfach, wie gesagt, Highway, ne, da über die großen Brücken da drüber. Da in der Mitte logischerweise durchheizen. Ist immer zweispurig, das Gedönsel hier. Ja. Ja. Ja, ich weiß halt, wie gesagt, mir fehlen noch auch die ganzen Waffenkills. Ich muss noch über 100 allein schon mit dem Ding machen. Ja, bei mir der Querschläger mit über 100. Ja, den mache ich ja gerade. Und danach brauche ich halt noch im Flatto-Strahl den Desintegrator oder wie der heißt. In der Alien-Fahrzeug zurückgelegte Strecke Herausforderung so. Geschafft. Haha, nice. So, verspottete Aliens. Herausforderung geschafft. Haha, nice. Das Schöne, jetzt kann ich die einfach einfriesen und jetzt kann ich mit dem Scheißstrahl endlich losballern. Jetzt muss ich nicht mehr aufpassen, dass ich die ja verspotte. Stimmt. Sehr nice. Ach genau, mit dem schwarzen Loch muss ich auch noch die ganzen Typen killen. Ich muss noch 100 Leute super stampfen und ich muss noch Leute durch die Kante werfen. Bäh. Aber ich sag mal, das sind alles Sachen, wo man wirklich innerhalb von ein paar Stündchen schaffen kann. Ja. Sehr schön, Mech-Anzug incoming. Ja gut, was heißt ein paar Stunden? Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur noch das mit dem Tod von oben habe oder Telekinese, gehe ich wie gesagt in diesen Fight Club rein, wo ich hier, wo so immer 6 Leute kommen. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, welche das war, scheiße. Ich weiß, genau da an der Brücke, wo du mich, wo du mich hingeschickt hast, wo du das Raffas machen kannst. Mhm. Stimmt. Stimmt, ich muss ja auch noch ein paar Aliens in den Arsch treten. 4 Stück. Boah, jetzt ist der Reiz aber extrem da, dass es bald lang ist. Endlich. Ja, eh klar. Ich weiß halt nur nicht, ob das super gekickte auch für eingefrorene ist. Nope. Deswegen lasse ich das mal. Hab ich auch schon probiert, geht nicht. Obwohl, warte mal, war das? Oh je, da bin ich mir jetzt auch nicht gar nicht so sicher. Na gut, ich krieg die jetzt einfach so. Ah, noch 50 Kills im Mech-Anzug, das ist ja auch fertig. Gut, das ist ja das kleinste Problem, ja, der Mech-Anzug. Ja, also. Dama, super gekickt 8. Super gekickt 9. Also wenn er den Tiefschlag macht, übrigens zählt nicht.
Ah. Achso, ja klar, den Eierschlag meinst du, ne? Genau. Jupp, hab mir auch schon aufgefallen, ja. Ja, ist halt random, so ein bisschen. Ja. Boah, ist das gerade schön. Och nein, jetzt kommt. Also, wenn du das mit dem Verspotten fertig hast, dann ist das. Ja, das werde ich jetzt dann hier nach dem Mech angehen. So, jetzt brauche ich auch noch 100 Kills mit dem Querschläger. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich hätte ganz gerne noch ein, zwei Aliens, die ich noch kurz in den Arsch stecken kann. Super gekickte Aliens. Abgeschlossen. Na, das haben wir auch noch. 3 oder 4 oder sowas. Ja, das mit den Tentakeln mache ich nicht später. Das ist für mich das Einfachste. Ja. So. Ja, ich, wie gesagt, ich weiß gerade nicht. Ja, das mit dem Sitz ist halt scheiße, dass ich die zum Beispiel nicht kriege, aber da komme ich, wie gesagt, zur Not dann einfach in dein Spiel rein. Ich weiß nicht, was das bei mir gerade ist. Oder kommen die vielleicht nicht, weil ich das auf einfach stehen habe? Habe ich auch. Weil wo ich heute. Ja, weil wo ich heute im Menü war, ich dachte ja auch, dass ich auf einfach habe, musste ich da auf einmal wieder umstellen. Weil da war es auf normal. Okay. Ha. Der kann ich jetzt so nicht sagen. Wenn das der Fall ist, wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich. Ach. Aber das bei den die 5 Dinger abfangen, du musst sie ja nur abfangen und dann musst du die auch zu ihm zurückwerfen. Zurückwerfen. Musst du ihn auch treffen oder was? Ja. Da hapert's bei mir doch. Obwohl, musst du den treffen? Hab ich den getroffen gehabt? Nee, ich glaube ein oder zweimal nicht. Okay. Naja, ich beschwere mich gerade mal überhaupt nicht. Wenn ich das nämlich dann alles fertig habe, probiere ich das mal auf normal und wenn es dann nicht geht, dann muss ich das echt mit dir machen. Aber die 100 Sitz, die gehen ja am aller, also die gehen ja wirklich am schnellsten vom Schnell. Einfach rumverlangt. Also. Ja. So, nächste. Komm. Ich will die Querschläger-Kills jetzt fertig kriegen. Ne, Inflato. Danach kommt. Ja, der geht sowieso schnell. Dadurch ich ja nur normale Typis kriege. Ja. Hä? Ach, da oben. Geil. Sag ich, wo sind die denn? Aber einfrieren und schießen, hast du gesagt, das zählt, ne? Jo. Mal wieder hier. Ah. Also spätestens morgen will und werde ich das Platin haben. Ja. Hallo Aliens? Ah. Sei ruhig da hinten, Ziege. Hä? Wieso gehen die jetzt schon drauf durch Eis? Die Gegner? Hast du vielleicht genauso wie ich hier so ein paar Anhänger, weil wir haben ja alle Gebiete fertig übernommen. Ach ja. Dadurch okay, hast du ja auch ein paar Anhänger. Alter. Das Problem habe ich nämlich hier teilweise auch. Das Problem habe ich hier teilweise auch. Kann ich mal aussteigen? Ah,
Ja. Und der nächste Wächter. Sehr schön. Ups. Super, ich hätte ja den jetzt abgeschlossen, wir haben gerade noch einen, wollte ich auch noch machen. Ja, also das ist sehr schnell gemacht. Ja. Das hatte ich auf der Xbox bestimmt mindestens so 10 Mal locker fertig gemacht, weil ich überall hin bin und habe die eigentlich nur mit Nahkampf gemacht. Weil ich habe am Anfang das so witzig gefunden, habe ich als erstes die Nahkampf-Superkraft hochgemacht. Juhu! Und wieder ein von den dicken weniger. So. Können wir wieder Portale kommen? Wäre nice. Ah, kommen wir wenigstens. Perfekt. Ich verzichte mal auf die Portale. Die brauche ich hier nicht. Jetzt noch nicht. Ey, aber diese Granaten, die können einen schon aufregen, ne? Ja. Vor allem, ich krieg die irgendwie immer ab, bevor so ein Dicker kommt. Dir schon bewusst, dass man die ganze Scheiße wieder hören kann, ja. Ich dass sie keinen mehr nehmen hat. Nur von mir gelernt. Ich mach sowas überhaupt nicht. Wer fehlen denn da als euch? Gibt's doch gar nicht. Komm her. Hui. Hm? Noch 5. Och, lol. Und da wird einer ungeduldig, ja? Der sowas nervt mich immer. Vor allem, wenn es da drauf rausläuft, dass ich mich in dem Fall einfach nur verzählt habe. Ach, das kommt doch bei dir selten vor. Richtig. Oh shit, ich hab daneben geschossen. Ach komm, schnapp dir mal ein Autoticket. Das reicht doch nicht, wenn ich den einfach ein Auto in die Fresse werfe. Nein. Und natürlich ist bei mir gerade kein Auto zu sehen. Ja, wie gesagt, immer so ist. Macht auch nicht mehr teilweise hier, der beamt sich dann ein Auto her. Ist mir zum Beispiel schon mal aufgefallen. Genau, gehen eigentlich die Mörderbots für die Verspottungsdings da? Nee, ne? Das weiß ich nicht. Ich habe ja keine mehr da. Achso, na toll. Ich weiß nicht, ob es dann einfach ist. Könnte ich mir eigentlich vorstellen, weil wenn es jemand hier locker flockig durchhaben möchte, der braucht dann der lässt sich dann solche Viecher natürlich weg. Ach, komm schon. Ja, ich hab's aber auch sehr einfach, aber mir ist es nicht weg. Na gut, spätestens wenn ich die Sitz brauche, muss ich da mal gucken. Ups, da weglaufen, ja.
Ja, ich brauche eine Superpale. Ach ja, aber die schwarze Lochkanone mit unendlich Schuss ist schon was Feines, ne? Ja. Yep. Okay, jetzt habe ich zu viel geschossen. Toll, jetzt habe ich mir erstmal 5 potenzielle Opfer in das schwarze Loch geschossen. Telefon, bekannter als Gradheck. So, ich habe keinen Bock auf den Wächter. So. Wie, du hast keinen Bock auf den Wächter? Ja, bei mir war es der 5. Kreis am Anbrechen war und ab dem letzten Kreis kommt doch der Wächter. Ne? Ja. Und auf den habe ich keinen Bock, den zu machen. Deswegen mache ich immer bei der Telefon den Bekanntheitsheck und dann ist ja wieder alles auf Null. Ja, Leute. Ja, und jetzt in dem Fall hole ich in dem Fall meinen Mech-Anzug wieder und das Ding beginnt erneut. Weil es ist idealer Cooldown. Aus dem Mech-Anzug alles rumballern bis Maximum. Ne? Ja, und dann, sobald er kommt, Bekanntheitsheck und Repeat. Das ist auch mal eine nette Idee. Ja, ne? Ist mir gerade so eingefallen. Beziehungsweise auch gerade getestet funktioniert. Das ist okay. Oh ja. Aber ohne Schoko. Na toll. Du kriegst einen Tofu-Keks. Boah, wie geht. Ich hab ja nicht gesagt, dass dir der Keks schmecken soll. Achso, na toll. Tut mir leid. Stehst du? Okay. Ich finde das so geil, hier diese Wächter mit der schwarzen Lochkanone einfach fertig zu machen. So. Aber so langsam bin ich der Meinung, könnte ich mal mit dem Querschläger fertig sein. Aua! Nein! Was halt extrem nervt, wenn du jetzt so in dein eigenes schwarzes Loch rennst. Das dauert ja immer ewig, bis du aufstehst. Ja. Yep. Noch 50 Querschläger-Kills. Okay, ging aber jetzt zeitlich eigentlich doch ganz schnell mit den 100, mit den 200. Ja, Querschläger geht auch schnell. Ja, das sehe ich jetzt erst, der springt ja auch von Feind zu Feind ein bisschen. Yep. Dankeschön. Aha, wieder zwei mehr. Panzerkill. Ah, aber ich hoffe, die braucht man nicht auch noch. Nope. Ja, Wächter. Verpiss dich. Jetzt könnte es klappen, ich glaube, es war zu schnell. Ja, nein! Ich hab's mir jetzt schon wieder angestellt. Ah, ich war zu schnell. Der, ja, der Wächter kam zu schnell, bevor der Cooldown ready war. Für den Bekanntheitseck.
Ja, habe ich diesmal nicht drauf geguckt, weil sonst wäre ich nämlich natürlich auch so mit meinem Weg weiter weggelatscht, ne? Ich hoffe, du schämst dich. Ja, und wie? Gott. Da nochmal. Ja. Aber es wird, ne? Ja, klar. Gut, wäre ja schlimm, wenn nicht. Na gut, wenn es bei mir so weitergeht. Wächter töten brauche ich noch 12. Wenn ich alle 12 Wächter habe, könnte ich soweit sein, dass ich dann nur noch dieses andere komische Gewehr brauche, wo ich nicht weiß, welches das sein soll. Hä? Weil ich brauche danach noch Inflatostrahl und Desintegrationsstrahl oder so. Ja. Ach genau, Enfyromatik muss ich auch noch machen, scheiße. Ja, ich auch. Aber nicht mehr viele. Da fehlen mir noch 70. Knapp. Ja gut, geht ja auch. Ja. So, jetzt könnten langsam mal die Herren von der Polizei kommen. Danke. Ja komm, steigt aus. Warum steigt ihr nicht aus? Aber seid ihr alle bescheuert? Easy, weiter geht's, kommt schon. Wir fertig werden. Ich glaube, gegen Autos musst du auch noch 10-mal dagegen treten oder so, weil es gibt ja noch super gekickte Fahrzeuge. Habe ich schon. Ach, alles klar. Gut, Inflato ist ready. Was war's? Ach ja, genau, einfriesen, verspotten und dann hier noch die Querschläger, genau, die fehlen noch was. Eieiei, du bist echt gleich fertig. Naja, gleich mit Sicherheit nicht. Aus meinem Meckerzug wieder, ne? So fangen wir aus mal an. Da fehlen nur 15 Kills. So, Aliens, wo seid ihr? Da, erstmal. Wie lange kannst du den Meckernzug tragen? So lange, bis du verreckst. Also verdammt lange. Ich stehe hier mitten im Kreuzfeuer und da passiert gar nichts. Ja, weil du gesagt, den doch immer wiederholen musst. Ich dachte, der verschwindet nach einer Zeit. Das Problem ist, weil ich halt raus muss aus dem, ne, wegen hier Wächter. Achso, und dann ist er automatisch. Ja, dann läuft der Cooldown. Ah, jetzt weiß ich wenigstens, wie ich es dann zu machen habe. Killen, killen, killen und vor dem Wächter dann diesen Anruf erledigen. Ja, scheiße, was ist? Hallo, Feinde? Ach nö, Zeitverzögerung, scheiße. Hä? Ach, da oben. Hallo, Wächter. Guck mal, stehen bei dir vielleicht ein paar Autos. Mechanzug hier ist auch wohl geschafft. Sehr schön. Jawohl, ein Telekinese fangen habe ich schon mal. So, Moment, da mache ich jetzt gerade Bekanntheitsheck. Hinterher. Also muss ich jetzt einfach nur so lange warten, bis der hier mal Lust und Laune hat, ein Auto nach mir zu werfen. Yep. Der hat aber lieber Lust, mich zu kloppen. Ha, ja, gut, ist doof. Ach komm, erstmal weiter killen. So, aber ich gehe jetzt erstmal fix eine rauchen.
Macht das. Ja, dann würde ich meinen, bis gleich, wa? Bis